Herzlich willkommen, liebe Bastler. Es ist wieder Bastelstunde. Ihr wolltet wissen, wie man diese Ding baut. Das sind die Utensilien, die man dafür braucht. Bisschen Holzleim, so ein Messer und einfach Klammern. Ich hab, Obacht, pass auf, ich hab beschissene Klammern. Ich hab kleine Klammern, die oben und unten abgerundet sind. Das ist sehr schlecht. Ich hab trotzdem alles gemacht. Und es funktioniert auch, aber es ist kacke. Kauft euch die größeren Klammern. Man sieht, wie winzig die sind, ne? Wenn man die mit meinen Händen vergleicht. Sehr klein. Kauft euch die größten Holzklammern, die ihr habt oder die ihr kaufen könnt, weil damit geht's einfach am besten. Die haben am meisten Bums. Aber sonst läuft alles. Kleine Klammern, die Rundung haben, habe ich halt dumm gelaufen. Ihr macht die Klammer ab oder auseinander und haltet die so aufeinander, dann, damit oben diese Löcher jeweils zusammen sind. Ich habe übrigens danach noch einen zweiten Weg gezeigt, wie man eine weitere Kanone bauen kann, die viel mehr Bums hat. Also ihr müsst es einfach, es muss so aufeinander sein, damit ihr das richtig bearbeiten könnt. Jetzt markiere ich euch mal die Stellen, wo ihr dann einschneiden müsst. Also hier sieht man's. Ihr müsst da oben einschneiden und da unten ein kleines Stück. Innen drin auch nochmal, genau da, wo ich gemalt habe. Also praktisch hier unten, da kommt die Klammer rein. In der Mitte, das ist jeweils das, damit das Streichholz halt dann abgeschossen werden kann. Der Barrel praktisch, das Rohr. Und ja, mit dem Messer ist es aber richtig schwul. Ich kann euch nur empfehlen, ich habe das auch jetzt dann gleich weggeschnitten, weil es so dumm ist. Guck, ich fange da an und reiß mir gleich alles ab. Nehmt, wenn es möglich, ein Dremel oder sowas. So, so sieht es dann später aus. Ich drehe es noch anders. Ist es richtig rum? So, ja. So sieht es dann später aus, wenn das Ding, wenn ihr alles ausgegruppt habt. Da oben, das ist diese längere Fläche. So, zack, innen drin sieht man das Rohr, wo praktisch das Streichholz eingeführt wird. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das auskratzt und einfach so aufeinander legt, manchmal zum Testen, dann macht auf jeden Fall ein Streichholz manchmal rein und raus, also durch das Loch, um zu gucken, ob ihr wirklich schon tief genug drin seid. Oh Gott, wie sich das anhört. Weil sonst hängt das Streichholz drin und dann ist es scheiße. Hier, also einfach nochmal mit dem Streichholz so reingehen. Und dann merkt man schon, dass es, ja, es geht mittelgut. Es geht mittelgut. Bevor ihr nämlich klebt, muss das auf jeden Fall, muss das passen. So, man sieht, es geht ganz locker rein, es geht ganz locker rein. Jetzt zeige ich euch, wie man das verleimt. Ihr braucht gar nicht so viel Leim. Ihr holt euch einfach so ein Blatt Papier und schmiert dann da den Kleber drauf. So, da ein bisschen Kleber. Und dann schmiert ihr das da so rum, ne, mit den jeweils zu klebenden Flächen. Guckt einfach, dass es nicht so extrem viel drin im Barrel drin klebt. Das könnt ihr dann nochmal mit dem Streichholz oder so auskratzen. Ja, da sieht man schon, da ist ordentlich was drin. Das muss ich noch kurz rauspulen. Ja, genau, mit zwei Händen. Eine dritte Hand wäre nicht schlecht. Eigentlich reicht es, wenn man sich es einfach so hinlegt. Ich habe mir da nochmal so eine Klemme geholt, damit auch wirklich das jetzt während dem Videodreh schnell geht, weil ich habe keinen Bock, da ewig lang zu warten. Also eigentlich müsst ihr dann ungefähr, ja, so 10 bis 15 Minuten warten, dann hebt es eigentlich schon. Und man braucht eigentlich, ich sag hier an der Stelle auch nochmal eigentlich, keine Schnur und kein Klebeband, wie ich es da oben am anderen habe, weil es sollte so halten. Das löse ich jetzt hier mal so. Also, es hebt, es hält eigentlich fest und das Streichholz passt noch gut rein. Also alles optimal. Ich werde jetzt aber trotzdem Klebeband drumherum machen, weil man sieht diesen Spalt, das ist so krass. Da ist schon dann Druck drauf auf dem ganzen Gerät. Deswegen muss ich da nochmal mit Klebeband arbeiten. Jetzt zeige ich, wie man die Feder einspannt. Ihr macht einfach innen drin das Teil rein, so zuerst, und danach spannt ihr das nach vorne auf zu dieser Stelle, die ihr freigehobelt habt. Das tut vielleicht ein bisschen weh, aber wenn es dann erstmal drin ist, ist es drin, läuft. Und dann sieht es genau so aus. Das ist die Ansicht von links, jetzt von rechts. Wenn man jetzt abdrückt, wenn man jetzt da ein Streichholz reinmacht, die ist ja jetzt schon gespannt, praktisch durch dieses erste von Hand spannen, dann kann man damit schon schießen. So, jetzt sieht man nochmal schön den Ladevorgang, ja, einfach voll bis hinten durchpressen, zack. Und dann das Streichholz aber wieder ein minimales Stück vorziehen, wenn es oben auf der Feder drauf liegt, verkantet es natürlich. Und dann habe ich noch eine zweite gebaut, das habe ich vorhin im Internet gefunden, die ist viel einfacher zu bauen. Man braucht keinen Kleber und hin und her, und wenn ihr da eine große Klammer nehmt, hat die, glaube ich, noch viel, viel mehr Bums als die kleine hier. Und zwar, ihr braucht zwei Klammern, eine lasst ihr komplett ganz, nam, 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 und die andere macht ihr auseinander, da braucht ihr auch nur einen Teil. Ich habe jetzt mich für das obere Teilchen entschieden, und dann gibt es hier zwei Stellen, die ihr bearbeiten müsst. Und zwar, man sieht schon unten links, beziehungsweise oben drauf, da, müsst ihr das ein bisschen rein mit dem Messerchen, genau, ich mache es hier nochmal vor, da so ein bisschen rein friemeln, und unten links, dieses große fette Teil, das müsst ihr auch noch ein bisschen bearbeiten. So, also hier oben, wie gesagt, nachfahren. Und hier unten, das hier, noch ein bisschen rein, dass sich das Metallteil da richtig festzieht. Hier nochmal im Gesamten, dass ihr seht, wo wir uns überhaupt befinden. Also die Klammer ist so normal zusammen, ne? Und ich habe einfach das obere Ding genommen. Dann macht ihr ganz einfach die Klammer dran. Und zwar genau so. Ist ein bisschen friemelig, also, ja. Erst am besten oben dran machen, danach unten reinklemmen. Und fertig ist der Lack. Also es sieht dann einfach so aus, genau so.
So muss es drin sein. Genau so. Merkt euch das. Und dann steckt ihr die einfach da rein. Es sieht am Anfang total behämmert aus, ich weiß. Ihr steckt das Teil da rein und unten die Klammer muss, die linke Klammer muss praktisch da unten in dieses Metall durchgehen, genau. Und man sieht, die Klammer, die eben noch intakt war, ist hinten richtig auseinandergebogen. Aber das soll tatsächlich so sein. Und dann schiebt ihr das Streichholz so weit rein, dass es noch von dem Metallding weggeschossen werden kann. Und bei einer großen Klammer knallt es richtig. Ich habe halt, man sieht, ich habe hier kaum Spiel. Also ich habe hier kaum die Möglichkeit irgendwie, ne? Jetzt zeige ich euch nochmal den Ladevorgang, ist, so, man drückt das einfach nach da hinten und klack, schon ist es drin. Dann müsst ihr das Streichholz ein Stück vorziehen und schon könnt ihr wieder feuern. Wie gesagt, bei großen Klammern knallt es richtig. Die winzigen Teile, die ich hier habe, man sieht, es ist fast kein Spielraum. Es ist fast nichts unmöglich. Ja, also ich ziehe das Streichholz wieder ein Stück vor, dass es genau da ist. Und dann kann ich damit schießen. Die sieht halt nicht so cool aus, finde ich jetzt. Also die sieht total behämmert aus irgendwie. Aber hat eigentlich mehr Kraft wie die andere. Boom. Kauft euch große Klammern. Zack, selbst ins Auge geschossen. Ja, okay, gut, das war's soweit. Also hier ist das praktisch das Arsenal. Und die anderen Sachen werden natürlich auch gebaut. Vielen Dank fürs Zusehen und ein fröhliches Bauen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.